Rom, die ewige Stadt. Kaum eine andere Stadt hat so viele historische Highlights zu bieten wie Italiens Hauptstadt. Doch worauf sollte ich achten, wenn ich meine Romreise plane? Hier kommen 10 Tipps und Tricks, um Ihren Städtetrip nach Rom zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Frühes Aufstehen. Der erste Tipp, um möglichst viel von der Stadt Rom zu Gesicht zu kriegen, ist das rechtzeitige Aufstehen. Jährlich wird Rom von über 15 Millionen Touristen besucht. Im Ranking der meistbesuchten Städte Europas liegt Rom damit auf Rang 3. Entsprechend lang sind die Warteschlangen vor zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Wer seinen Städtetrip im Voraus plant und bei Zeiten aufsteht, spart sich einige Stunden des Wartens. Die meistbesuchten Highlights wie das Kolosseum, den Petersdom oder das Pantheon sollten Sie daher bereits möglichst früh morgens oder kurz vor Schließung besuchen. Die beste Reisezeit für einen Besuch der ewigen Stadt ist übrigens im Frühjahr, Herbst oder Winter. Denn dann geht es hier deutlich entspannter zu. Zeit sparen mit sogenannten Skip-the-Line-Tickets. Viele der Sehenswürdigkeiten Roms bieten sogenannte Skip-the-Line-Tickets an. Dieser bevorzugte Einlass kostet ein paar Euro mehr und erlaubt es Ihnen, die langen Warteschlangen bequem zu passieren. Wartezeiten von 2 bis 3 Stunden sind in der Hochsaison keine Seltenheit, weswegen wir gerade dann empfehlen, die Schlangen zu überspringen. Die jeweiligen Tickets finden Sie auf unserer Webseite rom-tourist.de. Die besten Restaurants der Stadt. Wer sich in Rom auf kulinarische Art und Weise verwöhnen lassen möchte, wird etwas außerhalb des Stadtzentrums fündig. Im Viertel Trastevere südlich des Vatikans finden Sie jede Menge Restaurants, die traditionelle italienische Küche anbieten. Hier wird fantastische Pizza serviert, ebenso wie selbstgemachte Pasta und Co. Im Anschluss sollten Sie unbedingt durch die schmalen, romantischen Gassen dieses malerischen Viertels flanieren. Das beste Eis der Stadt. Wer der Stadt Rom einen Besuch abstattet, sollte sich ein originales italienisches Gelato auf keinen Fall entgehen lassen. Eines der besten Eisdielen der Stadt ist die Gelateria Giolitti, welche sich in unmittelbarer Nähe zum Pantheon befindet. Hier haben Sie die Wahl aus über 40 verschiedenen Sorten. Roms schönster Park. Sightseeing in Rom ist aufregend und kräftezehrend zugleich. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder kleinere Verschnaufpausen zu genehmigen. Der 5 Quadratkilometer große Park Villa Borghese ist hierfür ideal. Die Grünanlage ist zentral gelegen und hat einiges zu bieten. Der Park verfügt über einen eigenen See, einen Zoo sowie über unzählige geheime Ecken, die sich wunderbar als Fotokulisse eignen. Wer sich für Kunst interessiert, wird in der Galleria Borghese im östlichen Teil des Geländes ebenfalls fündig. Hier können Sie eine der berühmtesten privaten Kunstsammlungen Europas besichtigen. Die Tickets müssen jedoch vorab online reserviert werden, da das Einlasskontingent stark limitiert ist. Öffentliche Brunnen verwenden. Ein weiterer Tipp auf unserer Liste sind die öffentlich zugänglichen Brunnen Roms. Machen Sie es wie die Römer und nutzen Sie das kostenlose Trinkwasser der 11 Aquädukte der ewigen Stadt. Dies erspart Ihnen einige Euros, die Sie vermutlich sinnvoller investieren können. Über den Dächern der Stadt. Ein Gläschen Wein, Sekt oder ein Cocktail gehört zu den meisten Rombesuchen mit dazu. Umso schöner ist es, wenn Sie dies mit einem faszinierenden Blick kombinieren. Ein wahrer Geheimtipp ist daher das Restaurant Terrazza Borromini im obersten Stockwerk des Palazzo Pampili an der Piazza Navona. Ihren Tisch sollten Sie jedoch früh genug reservieren. Die Location ist begehrt. Vorsicht vor Taschendieben. Auch wenn Rom an für sich als ungefährlich gilt, sollten Touristen dennoch Acht auf ihre Wertsachen geben. Besonders an den überfüllten Ecken der Stadt kommt es immer wieder zu unerfreulichen Taschendiebstählen.
Seien Sie also besonders wachsam, wenn Sie von aufdringlichen Personen angesprochen werden. Oft dienen einstudierte Ablenkungsmanöver als bewährtes Mittel zum Zweck, denen es ein klares No grazie entgegenzusetzen gilt. Teile der Sehenswürdigkeiten kostenlos erkunden. Was viele der Besucher Roms nicht wissen, ist der Fakt, dass einige der Sehenswürdigkeiten zu speziellen Tagen kostenlos besucht werden können. Wer Geld sparen möchte, kann den freien Eintritt zu den Vatikanischen Museen am letzten Sonntag eines jeden Monats in Anspruch nehmen. Die staatlichen Museen der Stadt können ebenso wie das Forum Romanum oder das Kolosseum an jedem ersten Sonntag des Monats kostenlos besucht werden. Rom per Fahrrad entdecken. Wer mehr als 2 oder 3 Tage in Rom verbringt, dem empfehlen wir, die Via Appia Antica per Fahrrad zu erkunden. Diese ist eine der ältesten Straßen Roms, welche im Jahr 1312 vor Christus fertiggestellt wurde und seit jeher ein strategisch wichtiges Puzzleteil der Antike war. Noch heute lassen sich viele der originalen römischen Pflastersteine entlang der Route entdecken. Unter Zypressen und Pinien hindurch können Sie unzählige alte Ruinen, Grabmäler und Villen vergangener Epochen entdecken. Wir hoffen, Ihnen mit unseren 10 Tipps und Tricks weitergeholfen zu haben. Falls Sie weitere Insider-Tipps zur ewigen Stadt im Petto haben, lassen Sie uns diese gerne in den Kommentaren wissen. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, sowie unseren Kanal für weitere spannende Themen zur Stadt Rom zu abonnieren.